Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein weiteres Mal sage ich herzlich willkommen zu meinem Wochenrückblick in dieser Woche nach der Kommunalwahl, die nun hinter uns liegt. Ich darf mich ganz herzlich auch an dieser Stelle persönlich bedanken, dass viele von Ihnen mir Ihre Stimme gegeben haben und ich hier eine zweite Amtszeit als Landrat des Kreises Coesfeld nun auch bald beginnen darf. Was mich persönlich auch gefreut hat, eben ist die Steigerung der Wahlbeteiligung. Lag sie bei der letzten Kommunalwahl bei uns im Kreis Coesfeld noch bei gut 51,7%. So ist sie diesmal auf 62,25% angestiegen. Ein schönes Zeichen, wenn viele zur Wahl gehen. Von daher freut mich das, dass die Demokratie hier gut gelebt worden ist. In dieser Woche stand nicht nur vieles unter den neuen Ergebnissen der Kommunalwahl, auch in den 11 Städten und Gemeinden, wo Bürgermeisterwahlen stattgefunden haben, wo natürlich auch die Räte neu gewählt worden sind, sondern wir hatten intensive Themen mitten aus dem Alltag, insbesondere rund um die Situation des Ausbruchs der afrikanischen Schweinepest in Brandenburg. Ich habe mich mit Vertretern der Landwirtschaft in den Räumlichkeiten der Landwirtschaftskammer getroffen, um zusammen mit der Veterinärbehörde hier zu diskutieren und zu schauen, welche Maßnahmen sind erforderlich. Wir haben direkt einen Termin auch im Landwirtschaftsministerium mit Herrn Staatssekretär Bottermann wahrgenommen in dieser Woche, zusammen mit den Landratskollegen hier aus dem Münsterland, um uns auch dort nochmal eng abzustimmen, auch die Sorgen, die wir durchaus haben, dort nochmal vorzutragen und sind dort auf offene Ohren gestoßen, sodass das Land jetzt eng mit uns in einer Arbeitsgruppe diese offenen Fragen, die wir haben, dann auch wirklich abarbeiten werden. Direkt am heutigen Freitag hatte ich heute Vormittag noch einen erfreulichen Termin hier in der Stadt Coesfeld. Dort durfte ich ein Fahrzeug für den Katastrophenschutz an die Feuerwehr der Stadt Coesfeld übergeben, an Bürgermeister Heinz Oehmann und dann eben auch an die Feuerwehr. Mein Dank gilt hier an die Bundesrepublik Deutschland, den Bund, der letztlich dieses Katastrophenschutzfahrzeug zur Verfügung gestellt hat und das jetzt eben hier als wichtige Komponente am Standort in Coesfeld eingesetzt werden kann. Wir wissen das oder wissen natürlich sehr deutlich, dass einfach das Thema Katastrophenschutz von zentraler Bedeutung ist. Von daher wichtig, dass eben die Feuerwehr auch zeitgemäß mit diesen Fahrzeugen ausgestattet ist. Und deswegen Dank an Bund und Land, die in den letzten Jahren doch einige Fahrzeuge hier zur Verfügung gestellt haben. Insofern zu guter Letzt ein Dank an alle Einsatzkräfte der Feuerwehr, die hier ganz wichtigen Dienst tun, was alles so im Hintergrund läuft. Insofern wirklich großes Dankeschön und Ihnen aber zu guter Letzt vielen Dank für Ihr erneutes Interesse. Ihnen alles Gute.